Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu Part Nummer 2 von American Duck Simulator. Mit dabei ist der Sony Styles Gaming. Servus. Servus. So, wir fahren jetzt von Los Angeles aus. Ne, da kamen wir gerade her. Ne. Wir fahren von Las Vegas nach Los Angeles oder was? Nein. Wir müssen anscheinend wieder zurückfahren. Oder wir fahren von Los Angeles aus nach El Centro. Oder Frenzo. El Centro. Den nehmen wir. El Frenzo. Centro. Frenzo wahrscheinlich. So. Diesmal sollte das Ganze nicht ruckeln, da ja, das Rendern beendet ist. Sie haben Post schon wieder. Benötigen Sie Geldmittel, wir können Ihnen helfen. Wunderschön. Ich will jetzt erstmal noch keinen Kredit aufnehmen. So. Wir fahren wieder Peterbilt. Blub. So, wir müssen da vorne rausfahren. Wir müssen die Vorfahrt gewähren. Das heißt, wir müssen hier alle Autos vorbeilassen, die uns entgegenkommen. So, 30 Meilen dürfen wir fahren. Tobias, sind Sie noch am Leben, ja? Ja, ganz vielleicht schon. Ich höre dir nur zu. Oh, bis der mal seine Geschwindigkeit erreicht hat, ey. Gib Gas. Sie haben Post schon wieder. Ist ja schlimmer als Spam-E-Mails, ey. So, der Peterbilt hier hat zum Beispiel nur 10 Gänge. Ja, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Kurze Unterbrechung.
So, ich sehe jetzt nach 40 Minuten Spielzeit zum größten Teil Wüste. Noch. Was ist denn das? Ah, da kann man auf einem Highway gerade mal so links abbiegen, ne? Läuft bei nicht. So, links sehen wir eine Tankstelle. Oh, es wird dunkel. Okay. 7 Uhr abends und es wird dunkel. Na gut, wir sind in der Wüste. Kommt vorne. Na, dann mal das Licht an. Fernlicht, Rundumleuchten, Front- und Dachmontierung. Ich denke mal, Rundumleuchten sind hier keine montiert. Also können wir die wieder ausschalten. Oh, oh. So, jetzt fahren wir Landstraße. Oh, da dürfen wir nur 30 fahren. Okay, jetzt dürfen wir 55 fahren. Also okay, easy. Gib Gas. Gas. Meilen noch. Die Motorengeräusche sind schon geil. Bestimmt sind die PS-Anzahlen auch viel höher. Weiß ich nicht, also ich denke mal nicht, dass es da so einen großen Unterschied gibt. Ja, ich denke mal schon, dass du die Motoren fast bis zu 1000 Mark kennst. Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen.
So, was kommt hier? Achso, die Straße wird breiter. Okay. Halt's Maul, Handy. 55 ist so wie auf dem Highway als auch auf der Landstraße anscheinend üblich. Ich weiß nicht, wie viel km das sind. Ich denke mal so 95, 90 km. Wir fahren aber in Meilen, weil wir natürlich in Amerika sind. Also ja, 60.000 Meilen sind gerade auf dem LKW drauf. Da vorne müssen wir links abbiegen. Erster Aufenthalt in El Centro. Und da direkt an der Autobahnabfahrt ist auch schon das Ziel. Ja, darf ich? Dankeschön. So, da vorne müssen wir gleich wieder rechts. Ich versuche mal da hinten einzuparken. Ach Scheiße. Fuck. Ich muss nochmal vorfahren. So, ausgezeichnet, 191,3 Liter verbraucht und sogar 90 EP mehr, da wir das perfekte rückwärts eingeparkt haben. So, wollen wir mal vom El Centro nach Karlsbad fahren? Nach Berstow? Wir fahren mal nach San Diego. Ne, wir fahren nach San Diego. Oh, wobei, der LKW ist ganz schön geil. So, dann nehmen wir den Auftrag an. Und der Blindel ist immer noch so leise. Ja, weil ich nicht fahren kann. Affe. Selber.
So, was fahr ich denn jetzt eigentlich? Es hört schon an, sieht aus wie Strohballen. Ja. Boah, der Junge, da ist die Polizei auch noch. So, Full Speed. Boah, 128 Liter, das kann doch nicht denen ernst sein, oder? So, 232 Meilen. Wir müssen rüber. Warum ist denn der so langsam, der Bus? Also 88 Liter brauchen die LKWs hier, das ist bei denen anscheinend normal. Ja, 35 Kilometer. Guck mal, wie viel 55 Meilen in Kilometer sind. Da hast du wenigstens einen sinnvollen Beitrag zum Let's Play gemacht. Nein, Spaß. Also 88 Kilometer. Die Tanks der LKWs sind so klein, ey. Ja, die brauchen auch wie ein Elefant. Oh, ich darf nur 30 hier fahren. Ja, ich bin gerade 55 gefahren, aber... Oh Junge, das Ding hat einen Wendekreis. Gib Gas! Ja, das habe ich auch gedacht, aber anscheinend ja nicht. Was? Nee, ich muss nicht tanken, weil es nicht mein eigener LKW ist. Ja. Ja, genau da.
76 Liter, ich raste aus, ey. Wenn ich meinen eigenen LKW hab, ey, dann will ich gar nicht wissen, was die großen Motoren verbrauchen, wenn der schon nicht den größten drin hat. Fun. Fahren gerade 9 Tonnen Heu. Jawohl, Wohnwagen. Ja. Oh, die haben 22 Grad bei Nacht, ey. Das wünschte ich, wäre bei uns in Deutschland 365 Tage im Jahr, ey. Lieber schwitze ich mich kaputt, als zu frieren, ey. Auf jeden Fall. Junge, ich bin 120 Meilen gefahren, da ist so ein Viertel vom ein Strich vom Tank weg, ey, das ist Wahnsinn. Ich bin schnell gefahren. Ich fahre 55, so wie es ja erlaubt ist. Der Tacho geht nur bis 80 Meilen. Das wäre 128,780. Okay. Der LKW ist schon ein gutes Stück. 80 Meilen pro Stunde fahrst. Ja, also da vorne muss ich links, ich muss mal die Spur wechseln. Halt's mal, Handy. Alter, an diesen Wendekreis, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Schon ein bisschen was anderes, gell? Ja. Okay, wir fahren auf einer Straße, die keine Mittellinie hat. Läuft bei der? Also durchgehen, also nur ohne, eine schwarze Straße ohne Streifen in der Mitte. Ja. Weiß ich nicht. Oh! Alter, diese Lenkung, ne? Boah. Das hat mich gerade ein guter Herzinfarkt gekostet. So. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich raste gegen die Mauer. So, wir sind hier bei einer Weinfabrik anscheinend. So, da müssen wir rein. Da müssen wir hin. Dann nehmen wir das mittlere Einparksystem. Was brauchen eine Weinfirma Heu für wahrscheinlich in diese... Nein, Heu. Ach, Heu, Stroh meine ich. Bestimmt das, um ihre Weinverpackung schöner zu gestalten oder so.
Was? 9. Oh, ich bin blind, ich muss natürlich einmal ein Viereck fahren. Ein Prozent Scheiße! Was? Beides. So. Gute Arbeit. Naja, 1% Schaden. Bitte sag Level 3. Ibi. So, dann machen wir... Fernfahrten. Wir leveln Fernfahrten. Jetzt habe ich ADR gelevelt. Egal. So, ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Leute, euer MH26105.